Hallo Freunde, willkommen zum neuen Vlog. Wir sind heute bei Dodo. Wir sind ich und mein Freund Gustav hier oben. Alter, was ein Moped. Ich habe mich mal eingelesen, weil ich habe gehört, für jeden Pickel gibt es an verschiedenen Stellen Gründe, warum der da ist. Und der Grund für die Stelle der Schläfe soll die Niere sein, also dass man zu wenig trinkt. Deswegen habe ich mir heute vorgenommen, mal sehr viel zu trinken und dann zu gucken, wie es Gustav morgen geht. Naja, wir gehen jetzt auf jeden Fall zu Dodo. Der Mittwoch, wir spielen erst in 3 Tagen am Samstag. Das heißt, wir können heute richtig bollern. Und ich freue mich, gucken, wie Dodo drauf ist. Bestimmt sehr gut, weil ich komme. Ein Riesendank auf jeden Fall an jeden von euch da draußen, der den Leistungstest supportet hat. Richtig geil, das Video kommt mega an. Ich glaube schon über 200.000 Aufrufe. Richtig krass. Hat sehr, sehr viele Menschen erreicht. Krass dafür, dass ich nur hier 38.000 Abonnenten habe. Und um das zu ändern, lasst gerne ein Abo da und auch ein Like auf dem Video. Supportet mich gerne weiter. Und ja, wie gesagt, wir gehen jetzt trainieren. Und dann starten wir hier sehr, sehr schön in den Vlog und in die Woche rein. Ich freue mich. Bend, bend over? Bend over roll. Bend over roll. Dann? Dann Schlitten schieben. Ich stell mich drauf. Schiebst du mich? Wirklich? Ja, Mann. Ich schieb dich? Ja, Mann. Wow. Und dann? Und dann wirfst du was an die Wand wieder. Aber kann, auf der Seite. Kann ich da auch dich nehmen? Du kannst auch versuchen, mich zu werfen. Bend over roll ist übrigens vorgebeugtes Rudern, aber... Ja, man muss nur übersetzen. Bend over roll hört sich deutlich cooler an. Das ist die Personal Trainer Sprache. Nee, man nennt das Englisch, aber hey, Personal Trainer Sprache. Du hast es geschafft. Ich schwitze dann mal wieder. Alter, ich bin so am Arsch. Aber gutes Gefühl, Dodo. Du hast es geschafft und es hat Spaß gemacht. Yay! Leute, ich bin gerade so im Arsch. Ich kann mir gerade gar nicht vorstellen, heute Abend oder morgen Fußball zu spielen. Meine Beine sind so müde. Geistkrank. Was geht, Freunde? Wir haben Matchday. Und ich bin ein bisschen spät dran, weil Umut kommt jetzt zu mir. Und wir fahren zusammen zum Treffpunkt. Und ich hoffe, ich habe alles. Kamera, Kultursachen. Schuhe und so sind alles da. Ich glaube, ich habe alles. Und Umut wartet wahrscheinlich unten. Wir sehen uns jetzt mit Umut. Bis gleich. Umut, wie geht's dir? Ganz gut. Schnallt dich bitte an. Ja, gut. Gut, gut. Ne? Wir haben 14 Grad. Das ist eine Lüge bei mir im Navi. Wir haben safe 18 oder so. Ist warm heute. Ja? Sehr warm, ja. Und wir spielen gegen Münster. Ich habe eben erst angefangen, Videos zu drehen, weil ich heute Morgen beschäftigt war. Ja, Mann, wir spielen Ostersamstag, weil morgen ja Ostersonntag, Feiertag. Wobei ich es auch nicht checke, morgen ist auch Bundesliga und so. Komisch, ja. Warum wir nicht morgen spielen. Keine Ahnung. Wir fahren jetzt zum Treffpunkt, essen dann, gibt es Videoanalyse. Dann fahren wir zum Stadion. Ich kann mir auch vorstellen, dass heute ein paar Fans kommen. So gutes Wetter. Ja, ne? Kann ich mir echt vorstellen. Leute, wir sehen uns gleich mit ein paar Insights. Oh,
geht's, Freunde? Willkommen aus der Kommentatorenkabine. Ich wünsche euch allen vorweg erstmal frohe Ostern, die dies feiern. Und ein schönes Osterfest mit der Familie. Und falls ihr natürlich Fußball spielt an diesem Wochenende, viel Erfolg euch. Und ja, wir schauen, bevor wir ins Spiel reingehen, einmal auf die Tabelle, wie immer. Und schon wie angedeutet, spielen wir gegen Münster. Die sind auf Platz 7 und wir auf Platz 16. Können diesen Spieltag nicht eingeholt werden, weil wir 4 Punkte Vorsprung haben. Allerdings wäre ein Sieg schon echt wichtig, um da unten mal so ein bisschen Abstand zu kriegen. Wir spielen nächstes Spiel gegen Sprockhövel. Dazu kommen wir aber später. Wir starten jetzt rein ins Spiel. Links wir und rechts Münster in Schwarz und Grün. Und das ist folgende Startaufstellung. Lübke im Tor und dann links Nils, Freddy, Serro und Eddie, die Viererkette. Fili auf der tiefen Sechs, davor Captain Nico und rechts Berko. Links Umut, rechts Jamal und vorne Loh. Ein paar Veränderungen gab es. Kam ja zum Beispiel auch Gelb-Rot gesehen aus der Startelf vom letzten Mal. Und deswegen gab es ein paar Rotationen in der Startelf. Wir starten aber hier rein, beziehungsweise Münster, von rechts nach links und ich lasse einfach mal laufen. Es wird nämlich direkt gefährlich. Beziehungsweise hier sieht man erstmal, in was für einem Zustand unser Platz ist. Das ist echt Wahnsinn. Selbst eine spielstarke Mannschaft wie Münster hat hier Probleme und auch andere Mannschaften wie Türkspor in der Rückrunde jetzt, die echt gut zocken konnten, hatten massiv Probleme bei uns auf dem Platz. Münster erobert jetzt hier den Ball und spielt es über die rechte Seite sehr gut, bringt jetzt hier den Ball nach vorne und zum Glück verpasst der Stürmer hier am zweiten Pfosten und es wird nicht weiter gefährlich. Vierte Minute schlägt Lübby hier ab und Loh macht sehr, sehr stark, legt hier den Ball auf Fili ab und Umut dribbelt zuerst nach vorne, legt den dann aber auf Nico ab und der macht es jetzt stark und dribbelt durch drei Leute durch und sucht dann den Abschluss und dann wird es nicht wirklich gefährlich, aber auch hier der erste Abschluss für uns. Sechste Minute kommt Münster jetzt hier nach vorne und ihr seht, wie schlecht der Platz ist. Es ist einfach nur ein Kampf um den Ball. Und so wirklich dribbeln ist nicht möglich, aber wir erobern jetzt hier den Ball und bekommen jetzt hier den Einwurf. Hätte auch für Münster geben können, ich glaube der Schiedsrichter liegt hier aber richtig. Dann in der 9. Minute macht Jamal hier richtig stark und dribbelt in die Mitte und sucht jetzt hier Nico, der jetzt zuerst den Ball nicht hat, weil der Ball auf dem holprigen Platz ein bisschen ins Rutschen kommt. Dann erobert Nico hier aber stark den Ball zurück und wird jetzt hier Kung-Fu-artig gelegt. Finde ich aber richtig vom Schiri. Hier noch keine gelbe Karte zu geben, früh im Spiel, das macht er auf jeden Fall gut. Hier starke Aktion vom Stürmer von Münster, aber auch sehr, sehr gut verteidigt von Serro, muss man wirklich sagen. Richtig, richtig gute Aktion. Serro wirklich auch ein gutes Spiel gemacht und das sieht man hier in so einer Aktion auf jeden Fall. 14. Minute, jetzt wird es richtig gefährlich, sieht harmlos aus, aber Lübby will hier den Ball langschlagen und ja, der Platz macht ihm so einen kleinen Strich durch die Rechnung und das hätte echt gefährlich werden können, deswegen als Innenverteidiger immer den Ball neben das Tor spielen, wenn man den Torwart anspielt. Das hat Freddy hier gut gemacht. Und jetzt hier die Ecke, erst ungefährlich und dann kommt der Ball aber nochmal nach vorne, eine Minute später. Und der Ball hier aber nicht drin. Und Lübke macht hier direkt das Spiel wieder schnell. Und 18. Minute kommt Münster jetzt hier über die rechte Seite nach vorne, bringt den Ball in die Mitte. Das ist wieder zuerst gut verteidigt und dann kriegen wir den Ball nicht so richtig weg. Und Münster bleibt hier in Aktion. Spielen jetzt hier nochmal zurück und dann nochmal ins Zentrum rein. Und ja, so richtig den Ball geklärt bekommen haben wir nicht. Und jetzt wird hier nochmal die Seite verlagert und die Nummer 10 hat jetzt den Ball und macht jetzt hier Übersteiger rechts und geht die Linie entlang, bringt den Ball in die Mitte und auch dann ja, ist der Ball nicht so richtig geklärt. Lübby schlägt jetzt hier den Ball lang und selbst dann ist der Ball noch nicht weg, sondern Münster bleibt in Aktion. Bergwehr kriegt jetzt hier einen Beini und dann ist die Aktion endlich vorbei und Nils klärt den Ball sogar noch ins Seitenaus zum Einwurf. Aber Wahnsinn, ich glaube 4 oder 5 Aktionen, wo wir den Ball klären wollten und es nicht geschafft haben. Paar Minuten später, jetzt hier langer Ball von Münster, der erst gefährlich aussieht, aber Lübby spielt sehr, sehr gut mit. Und Freddy geht zu Boden, warum, sehen wir jetzt gleich. Sehr, sehr ärgerlich, er vertritt sich hier im Rasen und ja, humpelt jetzt hier zurück und er hat echt einen richtig dicken Knöchel gehabt, deswegen gute Besserung auf dem Weg hier für Freddy. Und ja, wir mussten dann gleich auch wechseln und sind hier jetzt aber erstmal in Unterzahl und spielen jetzt hier den Ball nach vorne. Berko macht das mit ein bisschen Glück richtig gut und wird jetzt hier gelegt. Und hier muss ich sagen, kann man auf jeden Fall gelb geben oder ich finde, hier muss man gelb geben. Der Schiedsrichter lässt auch hier die Karte stecken und wir bekommen den Freistoß. Fili schießt in die Mauer und ja, wäre auf jeden Fall ein sehr guter Freistoß gewesen aus 30 Metern. Von daher, den kann man mal in die Mauer schießen. Und ja, wir bleiben jetzt hier am Ball. Umut hat den Ball, lässt hier auf Nico abtropfen und der bleibt im Ballbesitz und dribbelt die Linie entlang, merkt aber, da geht nicht so richtig was, dribbelt zurück, bringt jetzt hier den Ball in die Mitte, Loh legt super auf Umut ab und Umut kriegt nicht so richtig, ja, nicht so richtig Druck hinter dem Ball. Trotzdem ein Abschluss von uns und eine gute Aktion auch von Loh und Umut. Und jetzt geht es aber wieder auf die andere Seite und Münster ist im Ballbesitz
Wieder die Nummer 10, zieht jetzt in die Mitte, kann nicht so richtig abschließen. Und jetzt muss ich sagen, dachte ich im Spiel safe, kein Freistoß. Aber wir schauen gleich nochmal genau hin. Und ich muss dem Schiedsrichter auf jeden Fall recht geben. Der Münsteraner spielt den Ball und Eddie fault ihn dann. Von daher völlig richtig, hier Freistoß zu entscheiden. Ja, hat er auf jeden Fall richtig gesehen. Und auch hier eine gute Freistoßposition für Münster. Und auch der Ball, ja, geht nicht wirklich aufs Tor, nicht gefährlich und geht drüber. Und ja, jetzt hier ein paar Minuten später hat Eddie den Ball und will hier durch die Mitte gehen. Der Ball geht aber verloren und Münster macht es dann schnell, spielt jetzt über die rechte Seite. Und ja, hier dribbeln sie sich jetzt so ein bisschen fest. Und wir kennen es von eben, man will den Ball klären, kriegt es aber auch nicht so richtig hin. Und jetzt ist das eine richtig starke Aktion von Lübi, muss man sagen. Da feiert er sich auch zurecht. Richtig stark. Vorher will man natürlich auch einen Elfmeter vermeiden, dass man nicht unnötig da irgendwie rumstochert. Aber es ist auch nicht immer einfach, den Ball da zu klären. Ja, und jetzt ist Halbzeit und es steht 0-0. Man muss sagen, offensiv hat Münster auf jeden Fall mehr Anteile gehabt als wir. Aber es 0-0 geht, denke ich, in Ordnung. Lübke super gehalten, ein-, zweimal. Und ja, unsere Offensivaktionen waren zwar da, aber immer noch nicht ja, zielführend genug. Und deswegen starten wir jetzt rein in die zweite Halbzeit. So sieht's aus. Wir starten rein in die zweite Halbzeit und Nico stößt hier an. Und wir spielen von rechts nach links und Berko dribbelt hier an. Da passiert aber nicht so richtig was draus und er spielt den Ball wieder zurück. Und wir starten zwei Minuten später hier mit einem Einwurf rein und Philly will hier aufdrehen. Und der Ball geht erstmal verloren, aber dann gibt es so ein bisschen Ping-Pong. Erst den Ball zu denen, jetzt wird der Ball abgefälscht von Finn. Und jetzt ist der Verteidiger desorientiert. Nils nutzt das super aus und bringt jetzt den Ball in die Mitte. Und Finn wäre fast da gewesen, der in der Halbzeit für Loh gekommen ist. Also gute Aktion hier von Nils, über die linke Seite den Ball in die Mitte gebracht. Zwei Minuten später ist Münster allerdings dran, chippt hier den Ball in die Mitte. Dann kommt Cerro nicht so komplett dran. Und dann kommt hier der Abschluss, der zuerst geblockt ist. Und auch jetzt ist der Schuss geblockt. Also da haben wir uns echt in alles reingeworfen. Gut hier verteidigt auf jeden Fall die Aktion. Und auch hier muss ich sagen, kommt Münster wieder zum Schuss. Erst hier geblockt und dann dreht er sich auf und schießt. Und Lübi ja, hält hier den Ball und klärt zur Ecke. Aber ich glaube, den muss er auch halten. Der kommt sehr zentral. 55. Minute war Münster jetzt echt am Drücker und hatte eine Aktion nach der anderen. Jetzt kommt der Ball hier in die Mitte. Und dann steht der Stürmer richtig. Und der ist sogar noch, die Flanke ist sogar noch abgefälscht hier. Deswegen kommt Cerro, glaube ich, nicht hin. Ja, und dann steht der Stürmer da, wo er stehen muss. Und es steht 1-0 für Münster. Sehr, sehr bitter. Aber ich glaube, von den Offensivaktionen in der Phase her gar nicht so unverdient, weil es wirklich viele Aktionen waren, die sie hatten. Und ja, 61. Minute hier, eine gelbe Karte für den 23er. Völlig verdient, der hier Nico legt. Warum ich das gezeigt habe, seht ihr jetzt. Jetzt wird der Ball hier von Nico wieder erobert, spielt auf Nils und Nils legt sich den Ball hier vorbei und wird dann wiedergelegt von der 23. Zwei Minuten später, Freunde, und es gibt Gelb-Rot für den Münsteraner Spieler. Beide Fouls völlig berechtigt, auch hier Nils legt sich den Ball vorbei und wird dann gelegt. Also warum er auch so einsteigt, verstehe ich nicht so richtig, ärgert er sich wahrscheinlich selbst. Aber keine gute Aktion hier vom Verteidiger, aber wir sind jetzt einer mehr. Jamal bringt jetzt hier den Ball nach vorne und jetzt sieht man, ach, es ist irgendwie alles, wir kommen ins letzte Drittel und auch in den 16, aber es ist nicht so zielführend. Und jetzt werde ich für die letzten 20 Minuten eingewechselt. Nico hat jetzt hier den Ball über die rechte Seite, spielt jetzt hier einen richtig starken Ball auf Eddie. Eddie bringt den Ball in die Mitte, erst ein bisschen verunglückt die Flanke, dann macht Umut das Ganze aber wieder scharf, auf einmal verschätzt sich der Torwart. Ah, und der Verteidiger klärt, bevor Finn den Ball einfach ins leere Tor schieben konnte. Also da auch kein Vorwurf an Finn, da kann er... Ja, kann er nur spekulieren und eigentlich steht er ja richtig, aber der Verteidiger ist einen Schritt schneller dran. Sehr, sehr bitter. Jetzt kommt Münster hier nochmal an Ball, richtig stark gemacht. Hier erster Abschluss und jetzt der zweite Abschluss, den Lübi auch festhalten kann. Und ja, jetzt waren wir in den letzten 10 Minuten drin, da ist aber nicht so viel passiert, deswegen springen wir in die 87. Minute. Hier ist Hivan, der reingekommen ist, holt hier den Freistoß raus, das macht er richtig stark. Den Freistoß habe ich mir genommen, richtig gutes Gefühl gehabt, aber ihr seht es jetzt, der Ball geht auch in die Mauer. Ich wollte ihn schön über die Mauer ziehen. Und dann ist er aber in die Mauer reingegangen. 90. Minute. Kommen wir nochmal rein. Und hier hat Finn den Ball. Der legt jetzt hier auf Ada ab. Und Ada schießt den Verteidiger gegen den Rücken. Da war auch nichts mit Hand. Ada reklamiert so ein bisschen, aber da war nichts mit Hand. Und drei Minuten später habe ich hier nochmal den Ball. Leg mir den Ball am Verteidiger vorbei. Bring den Ball jetzt in die Mitte. Und es ist nicht mehr so richtig ein Abnehmer für die Flanke da. Also Offensivaktionen waren da. Aber wir haben es nicht geschafft, den Ausgleich zu schießen, und deswegen pfeift der Schiedsrichter hier ab. Unfassbar bitter, weil ich finde, im Endeffekt ist das nicht unverdient, das 1-0, aber jetzt gerade zum Schluss waren wir wirklich am Drücker und haben,
hätten uns gerne belohnt mit einem 1:1. Aber es haben wir nicht geschafft und wir schauen auf die Tabelle nach dem Spiel. Da hat sich grundsätzlich von der tabellarischen Situation nichts verändert. Münster bleibt auf Platz 7, wir bleiben auf Platz 16. Sprockhövel mit einem Punkt, deswegen sind die jetzt 3 Punkte an uns ran. Und man muss sagen, jetzt Donnerstag steht ein absoluter Kracher an, nämlich wir spielen in Sprockhövel. Und ja, das ist ein 6-Punkte-Spiel. Wenn wir da gewinnen, können wir auf jeden Fall den Abstand hochhalten. Sollte Sprockhövel gewinnen, dann wird es nochmal richtig eng. Deswegen freue ich mich auf das Spiel am Donnerstag. Ich hoffe, dass ich das Ganze schaffe, Freitag hochzuladen. Und ja, dann sehen wir uns da. Macht's gut, bis dahin eine gute Woche. Danke fürs Einschalten und wir sehen uns. Haut rein. Ciao, ciao.